Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus der Videoreihe »Warum du trotz regelmäßigem Fitnesstraining nicht abnimmst«. Heute möchte ich eine Zuschauerfrage beantworten, und zwar hat Rainbow Dash mir schon vor einiger Zeit geschrieben: Ich habe mich heute erst mit einem Freund darüber unterhalten, welcher Sport oder welches Training am effektivsten für die Fettverbrennung sei. Ich denke, das ist etwas, worüber sich gerade in der Nachweihnachtszeit viele Leute den Kopf zerbrechen. Mit welchen Alltagsritualen könnte man die Fettverbrennung weiter ankurbeln? Nun, die Weihnachtszeit ist lange vorbei. Trotzdem möchte ich die Frage beantworten. Ich denke, die ist eigentlich immer aktuell. Mehr dazu gibt es jetzt in dem Video. Ja, hallo, danke, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du wieder zuschaust. Dieses Video ist ein Teil einer Videoserie. Ich verlinke dir den Rest hier unten drunter. Schau mal in die Playlist rein, gibt es sicherlich einige Informationen. Wenn es dir gefällt, abonniere gerne unseren Kanal, drück einmal auf die Glocke, dass du immer informiert wirst, wenn es neue Videos gibt, und gib uns gerne einen Daumen hoch. Vielen Dank schon mal dafür. Nun, bei der Frage, welches Training ist das effektivste, um die Fettverbrennung anzukurbeln, oder welches Training ist für die Fettverbrennung generell das Beste, da möchte ich erstmal eine Gegenfrage stellen, und zwar: Ist es sinnvoll, immer den Kalorienverbrauch oder die Fettverbrennung nur unter dem Aspekt der Trainingszeit zu betrachten? Und zwar ganz einfach aus folgender Überlegung: Eine Woche hat 168 Stunden, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du, weiß ich nicht, extrem und sehr ambitioniert trainierst und wirklich richtig gut im Training bist und 10 Stunden pro Woche trainierst. Ich denke, das werden nicht viele Leute machen, aber sagen wir einfach mal, 10 Stunden trainierst du pro Woche. Ja, dann hast du immer noch 158 Stunden Wochen übrig, in denen du nicht trainierst. Oder anders ausgedrückt, die Zeit, die du mit Training und mit deiner Fettverbrennung im Training verbringst, ist wirklich auf die Gesamtwoche gerechnet minimal und sehr, sehr klein. Deswegen sage ich, dass es nicht optimal ist, diesen Aspekt der Fettverbrennung und Kalorienverbrauch immer nur unter der Trainingszeit zu betrachten. Natürlich muss das sein, natürlich brauchen und wollen wir einen guten Stoffwechsel haben, das ist vollkommen klar. Das ist aber wie immer nur ein Teil der Wahrheit. Die Leute, die sich im Prinzip auf das konzentrieren, wie sie im Training die meisten Kalorien, das meiste Fett verbrennen, die machen meistens ein Ausdauertraining. Das ist auch nachvollziehbar, weil in 60 Minuten, in einer Stunde Ausdauertraining, verbrennst du natürlich insgesamt mehr Kalorien, mehr Energie, als wenn du 60 Minuten Krafttraining machst. Alleine schon dadurch, weil du in 60 Minuten Ausdauertraining viel mehr Muskulatur zeitgleich bewegst. Ja, die Aussage kommt immer so ein bisschen drauf an. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Ist es wirklich so, dass im Ausdauertraining immer mehr Fett verbrannt wird oder mehr Kalorien verbrannt werden? Ich denke nicht, dass man das pauschal sagen kann. Das kommt immer darauf an, wer trainiert und wie die Trainingsform ist. Also ob ich zum Beispiel ein Zirkeltraining mache oder ob ich ein stationäres Training mache. Es ist nicht so ganz pauschal zu sagen, aber ja, im Ausdauertraining bewegst du in der Regel mehr Muskeln und deswegen hast du eigentlich auch pro Zeiteinheit einen etwas höheren Kalorienverbrauch. Aber jetzt unter dem Aspekt der Zeit: Was bringt es mir, wenn ich 5-mal die Woche eine Stunde Ausdauertraining mache und im Prinzip in dieser Stunde Ausdauertraining zwar gut Kalorien verbrenne, aber den ganzen Rest der Woche habe ich im Prinzip dann nicht wirklich einen guten Energieumsatz, weil ich dem Körper das nicht beigebracht habe. Nicht optimal. Ich sollte also nicht nur die Zeit, die ich im Training verbringe, betrachten, sondern auch die Zeit außerhalb des Trainings. Und da ist eine ganz, ganz wichtige Frage, nämlich: Wo wird Fett verbrannt? Wo wird Fett verbrannt? Der Körper verbrennt Fett in der Muskulatur. Im Muskel wird Fett verbrannt. Und wenn du rennst und du bewegst viele Muskeln oder du fährst Fahrrad oder du schwimmst, dann verbrennst du Fett in der Muskulatur. Frage: Wer verbrennt denn mehr Fett? Der, der mehr Muskeln hat, oder der, der weniger Muskeln hat? Natürlich verbrennt der, der mehr Muskeln hat, auch potenziell mehr Fett, weil er einfach mehr fettverbrennende Einheiten in seiner Muskulatur hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, wenn du wirklich gut Fett verbrennen möchtest, brauchst du Muskeln. Du musst Muskeln erhalten, idealerweise sogar Muskeln aufbauen, um viele fettverbrennende Einheiten zu haben. Und dann ist es auch sinnvoll und gut, wenn du die im Ausdauertraining bewegst, weil du dann viele Muskeln pro Zeiteinheit durchbewegst und viel Energie umsetzen kannst. Was aber auch noch wichtig ist, ist zu berücksichtigen, was ist relative und was ist absolute Fettverbrennung. Da gibt es so zwei Aussagen, die man immer wieder hört. Die eine Aussage ist: Du musst auf jeden Fall ein Fettstoffwechseltraining machen, dass der Körper überhaupt Fette verbrennt. Da musst du ganz niedrig und ganz langsam trainieren, ansonsten verbrennst du keine Fette.
Das ist das eine, was man hört. Und das zweite, womit man konfrontiert wird, ist im Prinzip, ja, das Fett verbrennt nur im Feuer der Kohlenhydrate. Sprich, du musst intensiv trainieren, um Fett zu verbrennen. Was ist da jetzt richtig? Also einmal ist es so, der Fettstoffwechsel muss natürlich aufgebaut und trainiert werden. Das heißt, das niedrige, lockere Training mit sehr viel Sauerstoffüberschuss ist ein ganz wichtiges Training, weil dort im Körper die fettverbrennenden Einheiten, die Mitochondrien, geschult und aufgebaut werden, die werden vermehrt und vergrößert und die fettverbrennenden Enzyme werden dort aktiviert. Das ist sehr wichtig, das zu machen. Aber bei diesem Training verbrauchst du insgesamt sehr wenig Kalorien, sehr wenig Energie, eben weil du dich so locker und so moderat bewegst. Und deswegen hast du einen relativ niedrigen Gesamtkalorienverbrauch. Das ist mal die eine Geschichte. Die andere Seite ist, Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate. Wenn du intensiver trainierst, also wenn du richtig intensiv rennst, schwimmst, Rad fährst, spreche jetzt mal vom Ausdauertraining, dann verbrauchst du insgesamt viel, viel mehr Energie. Weil du aber so intensiv trainierst, verbrauchst du prozentual vom Gesamtstoffwechsel weniger Fette. Insgesamt betrachtet verbrauchst du aber absolut mehr Fette, einfach weil du dich wesentlich intensiver bewegt hast. Ich werde das jetzt in dem Video nicht weiter auflösen, dafür wird es ein eigenes Video geben, weil das einfach relativ, ja, da kann man schon ein bisschen länger drüber sprechen und das führt uns jetzt vom Thema weg. Die eigentliche Frage ist ja, welche Sportart ist die beste, um Fett zu verbrennen und was gibt es für Tricks und Kniffe für den Alltag? Um richtig gut Fett zu verbrennen, ist die Sportart eigentlich nicht so entscheidend. Du musst dir einfach nur Folgendes überlegen. Erstens mal ist es immer wichtig, Muskeltraining zu machen, um die Muskeln zu erhalten und um die Muskeln aufzubauen, weil Fett wird im Muskel verbrannt. Das heißt, wenn du wirklich Fett verbrennen willst, kommst du eigentlich um ein Krafttraining, um ein Muskeltraining nicht rum. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist dann, natürlich ist es dann sinnvoll, sich Bewegungsformen zu suchen, wo du insgesamt pro Zeiteinheit viele Muskeln bewegst. Also Nordic Walking bewegst du viele Muskeln, sehr moderat, das ist völlig okay. Joggen bewegst du eigentlich die gleiche Menge von Muskeln, aber intensiver, weil du einfach intensiver unterwegs bist und deswegen wirst du beim Joggen mehr Kalorien und damit auch mehr Fett verbrennen als beim Nordic Walking. Das ist eigentlich die ganze Auflösung. Du verbrennst immer dann ideal Fett, wenn du gute Muskeln hast, einen guten Stoffwechsel und diese Muskeln dann möglichst viel und lange und intensiv bewegst. Das ist eigentlich der ganze Punkt dabei. Ob du jetzt gerne schwimmen gehst oder ob du wanderst oder ob du klettern möchtest, das ist dir überlassen. Letzten Endes haben all diese Sportarten oder Bewegungsformen natürlich einen völlig anderen Kalorienverbrauch und auch damit einen anderen Fettverbrauch, weil sie insgesamt einen unterschiedlichen Muskeleinsatz haben und damit auch unterschiedlich Energie abziehen. Das sind eigentlich die Punkte, die man da drin berücksichtigen muss. Die Frage nach Tricks und Kniffen für den Alltag. Nun, es gibt nicht wirklich Geheimnisse, aber es gibt ein paar Wahrheiten und ganz wichtige Informationen, die interessanterweise ganz viele Leute nicht einsetzen und nicht wissen und ja, deswegen auch nicht anwenden. Und zwar ist eine davon in Bezug auf die Ernährung der sogenannte thermogene Effekt. Was heißt thermogener Effekt? Das bedeutet nichts anderes, als du isst ein Lebensmittel, einen Apfel, eine Banane, ein Stück Fisch, was auch immer. Und der Körper muss dieses Lebensmittel ja verstoffwechseln. Das heißt, er nimmt das auseinander in seine einzelnen Bestandteile, er zersetzt das, er holt die Mineralien raus, er zersetzt das in seine einzelnen Strukturen, Zucker, Proteinketten und so weiter. Und dafür braucht der Körper Energie. Und wie viel Energie der Körper braucht, um das Lebensmittel zu verarbeiten und in den Körper aufzunehmen, das nennt man im Prinzip den thermogenen Effekt, beziehungsweise dabei verliert der Körper ja einfach Energie und Kalorien. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wissen viele Leute nicht. Wenn du beispielsweise etwas isst, was hauptsächlich aus Proteinen besteht, ein Fisch, ein mageres Stück Fleisch, ein Ei oder was weiß ich, dann ist das so, dass du bei der Verdauung dieses Proteins im Körper ungefähr 20-35% der gegessenen Proteinmenge wieder verlierst. Das heißt, 20-35% des aufgenommenen Proteins geht im Stoffwechselabbauprozess verloren. Die stehen dem Körper nicht zur Verfügung. Wenn wir das jetzt mal in eine Zahl sehen wollen, dann ist es so, dass du, wenn du 200 Kalorien aus Proteinen isst, dann verliert der Körper ungefähr so 40-70 Kalorien von diesen 200, einfach nur durch Stoffwechselumbauprozesse. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt.
Denn wenn man sich das mal anguckt, bei Kohlenhydraten, also du isst zum Beispiel Nudeln oder Reis oder Kartoffeln, Brot, ist dieser thermogene Effekt schon viel geringer. Das heißt, der Stoffwechselverlust ist viel, viel kleiner. Wenn du Kohlenhydrate isst, dann hast du einen Stoffwechselverlust nur noch von ungefähr 5 bis 15% der aufgenommenen Nahrung. Und bei Fetten sind es nur noch 0 bis 5% der aufgenommenen Nahrung. Das bedeutet also, wenn du dir die drei Hauptnahrungsbestandteile Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette anguckst, dann kommt von den gegessenen Proteinen, von dem gegessenen Eiweiß, immer am wenigsten tatsächlich im Körper an, weil der Rest auf dem Stoffwechselweg, auf dem Weg des Umbauens schon benötigt wird. Der geht schon verloren durch den Umbauprozess an sich. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir empfehlen ja sehr häufig, dass die Leute auf die richtige Proteinmenge gucken sollen, dass die ausreichend Protein essen sollen, wenn sie regelmäßig Sport machen, weil Protein natürlich der ganze Baustoff für Haut, Haare, Fingernägel, Muskeln und so weiter ist. Und natürlich der schöne Nebeneffekt, der ist, dass es einen Stoffwechselverlust gibt. Das heißt, unterm Strich kann der Körper gar nicht die gesamte Kalorienmenge nutzen, die du ihm gibst. Du hast also einen Doppeleffekt. Du hast einen Doppeleffekt, wenn du Proteine isst und etwas weniger Fette und die Kohlenhydrate ein kleines bisschen zurücknimmst. Abschließend möchte ich die Frage von Rainbow Dash also beantworten. Ein gutes fettverbrennendes Training hast du immer dann, wenn du Muskeltraining und Ausdauertraining kombinierst und beim Muskeltraining immer so arbeitest, dass du Muskeln erhältst und aufbaust und beim Ausdauertraining immer so arbeitest, dass du wirklich den Fettstoffwechsel richtig schulst und aufbaust und dann in der Ausdauereinheit viele Muskeln intensiv bewegst. Aus diesen beiden Bestandteilen besteht ein effektives und gutes Fettverbrennungstraining. Und zu dem Thema Fettstoffwechseltraining wird es, wie gesagt, nochmal ein eigenes Video geben. Der Tipp für den Alltag ist, sorge dafür, dass du auf eine ausreichend gute Proteinmenge kommst. Wenn du Fragen zu der für dich guten Proteinmenge hast, helfen wir dir hier im Trainerteam gerne weiter. Schick uns deine Fragen oder mach dir einen Beratungstermin aus. Eine Zahl, die immer wieder genannt wird, ist so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Irgendwas zwischen 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das hört und liest man im Sportbereich immer wieder. Ob das für dich auch die richtige und die beste Variante ist, da helfen wir dir persönlich gerne weiter. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du hast einen Nutzen aus dem Video gehabt. Gib uns gerne einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.